Ja, wir sind hier auf Lanai, Aloha from Blue Hawaii. Lanai, eine der kleineren Inseln des Hawaii-Archipels, ist eine ziemlich trockene Insel, obwohl hier über Jahrzehnte die größte Ananasplantage der Welt war, betrieben vom Dole-Konzern, von der Dole-Familie. Und hier kann man wunderbar nachlesen, was unter anderem dazu geführt hat, dass die Insel ausgetrocknet ist und immer trockener wird. Man hat Schafe mit auf die Insel gebracht und die haben die gesamte Vegetation abgeknabbert, weggefressen. Und dadurch konnte der Regen nicht richtig abgeschöpft werden und die Erde ist erodiert und wird immer trockener. Und man versucht jetzt, das durch den Menschen gemachte Desaster wieder einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen. Gleichgewicht passt sehr gut zu unseren Studien, zu den positiven Effekten der Sonne. Da habe ich Ihnen heute wieder eine tolle Studie mitgebracht, und zwar über das Vitamin D. Ed Brandt, Sprecher des Sunlight Research Forums, eine gemeinnützige Organisation mit dem Sitz in den Niederlanden, sagt, Sonne erhöht den Vitamin-D-Spiegel. Und Vitamin-D ist in Wirklichkeit ein Hormon. Das Vitamin-D ist für uns alle überlebensnotwendig. 90% des Vitamin-Ds, was wir mit Nahrung aufnehmen, können wir nur in Verbindung mit Sonne in den Körper einbringen. Das heißt, wir brauchen Sonne, um Vitamin-D aufzunehmen. Also gehen Sie in die Sonne, tun Sie das hauttypengerecht und maßvoll, schützen Sie wie ich die Augen in der Sonne und vermeiden Sie den Sonnenbrand, dann ist Sonne nur gesund. Und Vitamin D ist dein Freund. Häng los, und mehr Informationen gibt es auf bluehawaii.de. Häng los.